manches, wovon ihr träumt. Und sie wird oh, ein schwarzer Kater. Denn sie ist euer bester Freund. Ah. Wo immer diese Gänse herkommen, ne? Das muss mir noch mal jemand erklären. Such dir einen der vier Kalender aus. Dieser Kalender merkt sich deinen Spielstand, während du spielst. Wenn du schon einmal gespielt hast, kannst du in deinem Spiel weitermachen, indem du wieder auf denselben Kalender klickst. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Let's Play Bibi Blocksberg. Heute wage ich mich an Bibi Blocksberg Freitag der 13. mit dem verheißungsvollen Untertitel Hilf dabei, das Chaos in Neustadt zu verhindern. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was wir hier alles versuchen müssen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Wenn du hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen. Vom Donnerstag den 12. auf Freitag den 13. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Dankeschön. Oh yeah. Im Namen aller hier anwesenden Hexen möchte ich euch beiden für die Einladung zu dieser Versammlung an diesem außergewöhnlichen Tag danken. Ganz besonders dir, Runzia. Schließlich sind wir hier bei dir zu Gast. Ach, Krötenzahn und Hasenpfote, das ist doch alte Tradition. Tradition, genau. Wie jedes Mal an einem Freitag, dem 13. Das stimmt. Morgen ist es wieder soweit. Und dafür haben wir uns etwas besonders Lustiges ausgedacht. Wir werden zusammen in Neustadt unser hexisches Unwesen treiben. Bisschen lang gelacht. Wirklich? Na klar, super Idee. Ist doch klasse, was blumpert? Nicht Schubia. Nein, ich halte das für eine schlechte Idee. So. Ey, warum denn? Heutzutage gibt es viel zu viele Gefahren in einer Stadt. Ja, das denke ich auch. Soll das etwa heißen, wir werden keinen Schabernack treiben? Doch. Aber nicht auf den Straßen. Ich glaube, Technomania möchte einfach nur raven gehen. Kröten, Schleim und Hasenzahn, das geht zu weit. Nicht mit mir. Aber Runzia. Dieser Freitag gehört uns. Ene, Mene, großer Hafen. Alte Mania, wirst schön schlafen. Ene, Mene, treue Ex. Okay. Paui zum Gewächs. Bibi, ich muss zu Bibi. Ene, Mene, Hexenfratze, Schubia wird eine Katze. Hexe! Sie wird völlig verwirrt sein, wenn sie aufwacht. Beim Krähenfuß, was für ein ausgesprochen hübsches Pflänzchen hier herumsteht. Und erst das Kätzchen. Oh Mann. Die werden uns nicht mehr stören. Weißt du was? Wir fliegen nach Neustadt und zur Krönung werden wir die Turmuhr verhexen. Die Turmuhr? Das ist eine hervorragende Idee, Runzia. So, jetzt wirken alle unsere Hexereien bis zum Abend des 13. und niemand kann uns vorher aufhalten. Krähenfuß und Krötenpfote, du kennst dich aber aus. Das wird ein Spaß! Und wie? Ganz schön langes Intro. Heute ist ein ganz besonderer Ach, guck mal. Tag für uns Hexen. Will ich gar nicht wissen. Och. Ich habe es dir doch erklärt, Bibi. Geht es immer noch um diese Hexenversammlung? Genau. Ich darf nämlich nicht mit. Du meine Güte. Die ist ja auch schon heute vorbei. Heute ist der Freitag, der 13. Keine 10 Pferde bekommen mich heute vor die Tür. Einigt euch, wie ihr wollt, aber ich stehe erst wieder auf, bis dieser Gäste vorüber ist. Dieser Aberglaube. Dieser Bernhard. Also gut, Bibi. Die Versammlung heute bei Runzia ist ein Hexentreffen, das selbst für erfahrene Hexen gefährlich sein kann. Also, ich möchte, dass du zu Hause bleibst.
und für heute gilt absolutes Hexverbot. Oh. Ach, zur Sicherheit hexe ich einen Knoten in deinen Wesen. Bibi, krieg den Mund nicht mehr zu. Mami. Was? Gut, dann gehe ich jetzt. Morgen früh bin ich wieder zurück. Macht's gut, ihr beiden. Falls irgendetwas sein sollte, kannst du mit diesem Spruch zu mir fliegen. Das gilt aber nur für den Notfall. Hörst du? Wow, jetzt ist echt einiges schon passiert. Wir müssen uns mal kurz sammeln. Also, es gab eine Versammlung, auf der Mania erstmal betäubt wurde von den beiden Althexen, Runzia und Walpurgia, die anscheinend gerne ihr Unwesen treiben wollen. Ich weiß nicht, ob Barbara da jetzt hingeflogen ist, weil es war ja eigentlich schon dieses Treffen. Und bei den Blocksbergs, ja, ist Bernhard und Bibi sind noch beide zu Hause. Ist der Tag schon vorbei? Nicht? Na, ich bleibe jedenfalls unter der Decke. Gut, wobei Bernhard uns keine große Hilfe sein wird. Wir schauen uns vielleicht erstmal um und schälen hier ein paar Kartoffeln, so wie es aussieht. Wüstensandkekse. Ein neues Rezept von Mami. Oh, sind die bröselig. Aber sie wirken. Die nehme ich am besten mit, damit ich sie auch unterwegs benutzen kann. Gut, das kennen wir also schon. Die Wüstensandkekse sind dafür da, um unsere Hexkraft aufzuladen. Aber mit dem Messer, das liegt hier gefährlich nah an Papi dran. Vielleicht sollten wir das auch ein mal mitnehmen. Messer. Wer weiß, wo ich das heute noch gebrauchen kann. Okay. Messi Bibi ist wieder unterwegs und packt hier alles ein, was es zu holen gibt. Hier im Schrank vielleicht, da ist auch oft mal auch was zu finden. Hier hinten ist ein Kühlschrank, Kaffeemaschine, der Kalender. Heute gehe ich besser zur Tür raus. Ach so, das Fenster. Okay. Ja, wir wollten ja noch gar nicht raus. Was machen wir denn mit Kartoffelbrei? Ich gehe heute nicht ans Telefon. Es kann sich ja nur um eine Unglücksbotschaft handeln. Ja, das ist die richtige Einstellung. Hallo, hier Bibi Blocksberg. Oh, hallo. Oh. Ach, Carla. Hallöchen, Bibi, gut, dass ich dich erwische. Unglaubliche Dinge gehen hier vor. Also, ich bin ja wirklich nicht abergläubisch, aber ich könnte schwören, dass in meinem Büro alles verhext ist. Frau Kolumna, heute ist Freitag der 13. Womit könnte das zusammenhängen? Das ist für uns Hexen ein wichtiger Feiertag. Ein Feiertag? Das musst du mir genauer erklären. Am besten, du kommst so schnell wie möglich in die Redaktion. Ich kann nicht. Mami hat mir verboten zu fliegen. Auch das noch. Und Füße habe ich nicht. Aber dir fällt doch bestimmt was ein. Schau doch mal in eurem Hexenhäuschen nach. Bis später. Das war ja komisch. Hexenhäuschen? Kann ich ja hier im Haus wirklich was finden, was mir hilft. Aha. Okay, also wir sind in einem Hexenhäuschen. Wie wär's denn mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Der wird uns ja auch sonst zur Redaktion bringen oder unsere Beine, aber das geht wohl nicht. Ja, gucken wir nochmal, was der... Mami will nicht, dass ich wegfliegen kann, aber mir wird etwas einfallen. Okay. So, ist hier sonst noch was zu holen? Sieht eher nicht so aus, dann gucken wir doch mal. Hier kannst du sehen, was Bibi dabei hat. Das haben wir schon dabei, ein paar Kekse und ein Messer, falls uns ein böser Dieb Bibis begegnet. Hexenbuch. Um zu hexen, benötigt sie dieses Buch. Enemene Festtagsschmaus fliegt zu Runzias Hexenhaus. Enemene große Zehen, ich kann das, was du sagst, verstehen. Enemene Luftballon, ich will zum Polizeibalkon. Enemene Meer und Tanz? Tank? Ich wünsche mir Glasorchesterklang. Tank. Tange. Okay. Das zeigt uns ja schon mal so ein bisschen, was heute so passieren wird. Zum Dachboden hoch. Cool, können wir da auch hingehen? Gut, ich gehe auf den Dachboden. Aha. Die Treppen rauf und mal schauen, was es hier so zu finden gibt. Also... Eine Nähmaschine zum Beispiel. Mami hat mir damit dieses Kleid genäht. Mhm. Können wir die auch benutzen? Mami hat mir damit dieses Kleid genäht. Ja,
und hoffentlich nicht nur das, sondern irgendwie 20 Stück davon, weil sonst trägst du ja ein ganzes Jahr lang das gleiche Kleid auf. Das wäre wahrscheinlich nicht so cool. Hier haben wir noch einen Luftballon, hier ist eine Truhe. So, Messi Baby, alles einpacken. Freitag der 13. ist ein Datum, an dem einige Hexen ihre Künste sogar an anderen Hexen erproben. Daher sollte man auch als Hexe an einem solchen Tag sehr vorsichtig sein. Okay. Freitag der 13. ist für viele Hexen eine Gelegenheit, sich zu treffen und den Aberglauben der Menschen kräftig zu schüren. Ja, das ist nicht schlecht. Vor allem aber haben die Hexen miteinander eine Menge Spaß. Schön. Kann man hier weiterblättern? Manchmal kann es vorkommen, dass Sprüche an diesem Tag nicht funktionieren oder das Gegenteil bewirken. Ah, hier sehen wir also Schubia. Elixiere sind hochwirksame Hexentränke, mit denen man besonders vorsichtig umgehen muss. Ein beliebter hexischer Gegenstand ist der allwissende Spiegel. Der allwissende Spiegel kann alles zeigen, was man sehen möchte. Okay. Ist das vielleicht schon die Hilfe? Freitag der 13. ist ein Datum, an dem einige Hexen ihre Künste sogar an anderen Hexen erproben. Jetzt habe ich das schon vorgelesen. Daher sollte man auch als Hexe an einem solchen Tag sehr vorsichtig sein. Mami hat also doch recht gehabt. Mhm. Jetzt muss ich mir die jetzt alle nochmal... Freitag der 13. Entschuldigung. Ist für viele Hexen eine Gelegenheit, sich zu treffen und den Aberglauben der Menschen kräftig zu schüren. Vor allem aber haben die Hexen miteinander eine Menge Spaß. Ich bin schon 13, also alt genug, um dabei zu sein. Hm, wer sagt das denn? Okay, jetzt... Manchmal kann es vorkommen, dass Sprüche an diesem Tag nicht funktionieren oder das Gegenteil bewirken. Oh, kein Kommentar diesmal. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier immer eine kommentierte Version. Elixiere sind hochwirksame Hexentränke, mit denen man besonders vorsichtig umgehen muss. Mhm. Ein beliebter hexischer Gegenstand ist der allwissende Spiegel. Der allwissende Spiegel kann alles zeigen, was man sehen möchte. Okay, alles klar. Und das ist hier die letzte Seite. Ich würde sagen, wir schneiden dieses Buch auseinander. Unser altes Kuchenmesser. Und nehmen alle Seiten mit. Das geht nicht. Aha. Schade. Was gibt es denn sonst noch hier? Nur Gerümpel. Und hier ist eine Wäschetruhe. Mein alter Puppenwagen. Ah, Puppenwagen. Mein alter Puppenwagen. Mhm. Mein alter Puppenwagen. Okay. Irgendwie bringt uns das noch nicht so sonderlich voran. Was können wir denn mit dem Puppenwagen machen? Da können wir auf jeden Fall nichts hexen. Okay. Also hier sind ein paar Gegenstände, weiter nichts. Wir gehen hier mal runter. Runter ins Wohnzimmer. Ja. Ich muss nicht telefonieren. Doch. Ruf doch mal jemanden an. Ich muss nicht telefonieren. Okay, Kartoffelbrei kann man nichts machen. Ja, man kann... Unsere Haustür. Ach so, ja. So kann ich ihn nicht benutzen. Wen willst du benutzen? So kann ich ihn nicht benutzen. Ach, Kartoffelbrei oder was? So kann ich ihn nicht benutzen. Mhm. Du kannst ihn nicht benutzen. Ich gehe davon aus, dass es mal um Kartoffelbrei geht, weil es geht ja auch um die Haustür. Heute gehe ich besser zur Tür raus. Aber willst du ja nicht. Okay, mal überlegen. Bernhard, hilf uns doch mal. Hilf uns doch mal, mein. Solange der Tag nicht vorbei ist, bleibe ich auf meinem sicheren Sofa. Bernhard bleibt auf seinem sicheren Sofa. Okay. Hm, was können wir denn mit dem Messer machen? Das geht nicht. Okay, wir befinden uns schon in einem... Heute ist Freitag der 13. Das ist... Ja, leider immer noch. Gut, Bernhard sorgt für gute Stimmung. Zuerst muss der Knoten raus. Okay, wie können wir den entwirren, diesen Knoten? Geht das eventuell mit dem Messer? Das geht nicht. Nee, ne? Das wäre auch verrückt. Aber es geht auch nicht mit den Keksen.
Dum, dum, dum. Okay, wir haben noch den Dachboden, das Telefon, die Küche, da können wir aber nicht hin. Hier haben wir nichts mehr, was wir noch machen könnten. Okay, es geht schon wieder hervorragend los, meine lieben Freunde und Freundinnen. Wir gehen noch mal nach oben. Dim, 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 dim. Mami hat mir damit dieses Kleid genäht. Ja. Mami hat mir damit dieses Kleid genäht. Ich verstehe noch nicht so recht, was uns das sagen soll, dass das Kleid damit genäht wurde und was wir mit dem dieser Puppenwagen, das ist doch, da müssen wir doch irgendwie mal rein. Mein alter Puppenwagen. Ja, aber der muss doch für irgendwas gut sein. Mein alter Puppenwagen. Ene mene wilder Stier, wir hexen uns. Ene mene, das muss, bring mich nach Haus. Bring mich in die Redaktion. Wow, hier stehen ganz schön. Ene mene Federkiel, kein Knoten mehr ist. Moment mal. Sollte das jetzt wirklich. Oh, Manno. Oh, diese Spiele. Okay, man sollte sich also doch immer alles angucken. Ja, okay. Es tut mir so leid. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt in die Redaktion fliegen zu Dings, zu Carla? Ne, das dürfen wir nicht. Aber vielleicht können wir zu Runzias Hexenhaus fliegen. Ich muss mich hier noch genauer umschauen. Ah, okay. Aber Kartoffelbrei ist doch jetzt. Ich muss mich hier noch genauer umschauen. Okay, noch genauer umschauen. Wir haben also Kartoffelbrei entwirrt und wollen uns noch genauer umschauen. Dann schaue ich doch nochmal hier rein. Enemene, die hatten wir schon. Grünes Wasser kann hier wirken. Auf der Eichentafel, Polizeichef, keine Ahnung. Ich nehme in der finsteren Zeit die Turmuhr. Das wissen wir ja, die wird irgendwann mal verhext von den beiden. Ich nehme in der Wind und Sturm, die Turmuhr tickt am Rathausturm. Und die beiden sollen Wurzeln schlagen. Also gut, hier ist jetzt nun wirklich nichts mehr. Noch genauer umschauen. Mittlerweile ist Bernhard auch eingeschlafen. Heute ist Freitag der 13. Richtig? Ja, leider immer noch. Bernhard ist wieder wach geworden. Heute gehe ich besser zur Tür raus. Ich muss nicht telefonieren. Okay, nicht telefonieren. Ich bin am Verzweifeln und wir sind schon erst bei der ersten Episode. Hier gibt es nichts mehr. Also wirklich nicht. Ich muss wieder nach oben gehen. Dim, 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 dim. Mein alter Puppenwagen. Fenster, Wand, Ball. Hier. Vielleicht müssen wir doch noch was in diesem. Hä? Was war das denn? Da steht ja was drauf. Hä? Wo kommt das denn her? 3 Blätter Silberkraut, möglichst viel grünes Hexenwasser und 4 Rumpelkörner in einen Glasballon schütten und den Elixierspruch anwenden. Mhm. Das merke ich mir. Das merken wir uns. Was ist denn da drin? Ja, mach's auf. Hä? Was ist denn da drin? Okay, wir können es anscheinend nicht einstecken. Die ist aber klein. Ah, wir können neue. Die ist aber klein. Aber können wir die nicht einpacken? Die ist aber klein. Okay. Vielleicht dürfen wir jetzt das Haus verlassen. Also gibt es zu. Das habt ihr auch nicht gesehen, oder? Dass hier noch was war? Neben dem Buch? Aber hier, das ist das, was wir gerade gefunden haben.
Vielleicht sollen wir nach diesen Dingen auch noch weiter Ausschau halten. Die hier ist aber klein. Und was ist hier denn drin? Dürfen wir jetzt die Wohnung vielleicht verlassen? Lass mich raus. Lass mich raus. Ich muss mich hier noch. Ach, das gibt's doch nicht. Wo will ich mich denn hier noch umschauen? Heute gehe ich besser zur Tür raus. Also, ich weiß wirklich nicht, wo man sich hier noch umschauen soll. Naja, gut, ich werde mir mal ein paar Minuten nehmen, um nachzudenken. Und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder, wenn ich bis dahin nicht komplett durchgedreht bin, denn das Spiel lässt mich hier schon in den ersten Minuten komplett verzweifeln, auch wenn Bibi hier wie immer ganz freundlich dreinblickt. Bernhard ist mir keine große Hilfe. Wollen wir den noch einmal hören? Heute gehe ich besser zur Tür raus. Ach ne, Bernhard, sag doch nichts mehr. Heute ist Freitag, doch, jetzt der 13. Ja, leider immer noch. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Macht es gut, Hex auf und bis bald.